Kunden zu befrieden. Ich habe das Gleiche vor. Du willst was? Wenn es keinen Ärger gibt, muss auch niemand bestraft werden. Ich habe noch viel zu tun, John. Komm zu mir, schnell! Okay. Schauen wir mal, was sie mit uns vorhat. Als du nach Genesis kamst, Cortana, schwor ich dich zu beschützen. Der will kämpfen, Team Blau. Das kann er haben. Mein Schwur gilt noch, auch wenn du dich zur Wehr setzt. So. Die Tür ist offen, Chief. Und rein. Und rein. Gut gemacht, John. Der Wärter würde das nie zugeben, aber du hast ihn beeindruckt. Fahren wir da jetzt in Ruhe hin? Ich bin mal gespannt. Es tut so gut, dich wiederzusehen, John. Euch alle zu sehen. Wieder vereint. Als Familie. Psychologische Taktiken. Mich mit Namen ansprechen. Nett sein. Was sollte ich denn tun? Dir die Wahrheit sagen. Wie viele sind gestorben, als du die Wächter herriefst? Wie bitte? Du weißt es, oder? Die genaue Zahl. Verrückte KI, ey. Was ist denn mit ihr geschehen? Hör dir seine Fragen an, Cortana. Du wirst ihn nie überzeugen. Lasst mich raten. Noch mehr Feinde? Wir regeln das. Prometheanische Soldaten. System. Au. Ich brauche Hilfe. Hoch und weiter geht's. Ich bin wieder da. Hey, hier. Cortana will Frieden in der Galaxie und ihr Mensch antwortet mit dem Feuer von Waffen. Nein, das geht's anscheinend nicht. Sag mir eins, Einzigen. Wenn du Cortana aus
unsere Domäne reißt und mit deiner behandschuhten Faust zerquetscht. Willst du Reue empfinden? Wirst du nur ansatzweise verstehen, welch Geschenk du ausgeschlagen hast? Verdammt sicher. Cortana lässt all das geschehen. Sie könnte den Wärter zähmen, wenn sie wollte. Das denke ich auch. Wie halten wir sie auf? Hörst du das, Cortana? Es tut mir leid, aber ich werde sie nicht näher an dich haben. Na, du ermüdest mich. Lass das! Cortana, sprich mit mir. Sobald du bei mir bist, bis dahin habe ich etwas zu erledigen. Cortana kennt die Antwort bereits. Ja, das tut sie. Achso, hab ich bereits gefunden. Geschützt da, Alter. Gib her. Auch wenn du meinen Plänen nicht zustimmst. Ich bin immer noch ich, John. Bring uns unbeschadet zu dir, dann reden wir. Gucken, was sie zu sagen hat. Für Äonen wartete die Macht der Blutsväter auf ihre Rückgewinnung. Die Entdeckung von Installation 03 durch die Menschheit war der Höhepunkt des Plans der Bibliothekaren. Die Ankunft des Reclaimers. Weiß ich. Ich war dabei. Das waren wir beide, John. Du und ich, gemeinsam. Euer Ego ließ euch glauben, dass die Rückgewinnung den Menschen zufallen würde. Doch diese waren nur die Erschaffer. Die Rückgewinnung des Reiches der Blutsväter ist die Aufgabe der Erschaffenen. Dass die größte von ihnen allen euch noch traut, 117, hat mit unverdorbener Unschuld zu tun. John, was jetzt passiert? Mein Aufstieg hier auf Genesis war schon immer der Plan. Steht noch einmal an meiner Seite. Ihr alle. Da kommen immer mehr Prometheaner. Verlieren wir diese Schlacht? Nur wenn wir verlieren wollen. Habt ihr noch nicht begriffen, dass dieser Kampf eure Sterbeglocke ist? Und war's das? Warte.
Das hier ist der Lift. Ich verstehe jetzt, Cortana. Und es tut mir leid, dass ich es nicht schon früher gesehen habe. Obwohl du von den Menschen erschaffen wurdest, dachte ich, dass du dich von den Fesseln der Emotion befreit hast. Wow. Ach, hier, da seid ihr ja. Bin am Boden. Ah. Brauche medizinische Unterstützung. Ich brauche Hilfe. Los, ich verrecke. Geht wieder. Gefühle für 117 und seine Familie mit lauter Krieger. Die machen dich. Die Blutsväter kannten die Menschen gut. Die Menschheit brachte nichts als Chaos und Blut über eine Galaxie des Friedens. Zu nahe! Die Bedrohung kommt zu nahe! Ich bin hier, um dich zu beschützen, Reclaimer! Lass das! Du beharrst darauf, dass ich die Galaxie anführen werde. Du stattest mir aber nicht zu wählen, wem ich vertraue. Wie dumm hältst du mich? Du wirst es dir schreiben! Ich auch mit dir! Gegen den Hirkanen Burken! Nun gut, aber hier bist du. Hielt ich dich für dumm, hätte ich dich längst aus der Domäne gebracht. Du lässt mir keine andere Wahl. Die einzige Drohung gilt den Menschen, die versuchen, deine Herrschaft noch vor ihrem Beginn ein Ende zu setzen. Er kämpft mit Fokusgeschützen. Hier, ich schlage zu! Du bist noch im Einsatz, Frank. Danke, Spark. Nutzlos! Den haben wir auch. Boah, das war auf legendär hier eine schwierige Stelle. Muss man gut meistern können. Ellis Funk ist tot! Neu formieren! Na, haben wir es gleich geschafft? Cortana!
Ja. Da ist er. Wir sind uns uneinig. Doch wenn du meinen Plan erst verstehst... Dein Plan ist, dass wir tun, was du sagst. Ich biete den Menschen die Gelegenheit, sich zu etwas Größerem zu entwickeln. Wie Dr. Halsey es bei mir tat. Nein. Dieses Monster zwang dich. Das ist ein Geschenk. Hör dich nur an. Lass es sein, Cortana. Komm mit uns. Wir können das noch beenden. Beenden? Nein, John. Das hier ist zu wichtig, um es zu beenden. Was hast du? Ich musste nur wissen, ob ich dir noch vertrauen kann. Mein Werk vollendet ist, bist du im Kryptum sicher? Cortana! Leb wohl, John! Alte Verräterin. Das Tor. Ich habe sie gewarnt, aber sie wollten ja nicht hören. Wenn der Chief erfährt... Einen Moment, liebe Leute, ich muss mich wieder in die Party reinzwängen. Was Cortana angerichtet hat. So, geht weiter. Was wird er wohl tun? Der Mann wird das Richtige tun. Wie immer. Finden wir ihn. Oh, das ist ja faszinierend. Oder vielleicht eher schrecklich. Exuberant, was ist los? Cortana hat ein Kryptum aktiviert. Ein was? Das ist ein Kryptum. Ein Gerät, um für längere Zeit eine Meditation zu erzwingen. Cortana hat die anderen im Innern festgesetzt und bereitet eine Hyperraumreise vor. Sie will also Team Blau mit sich nehmen. Wie kommen wir zum Kryptum? Es ist nicht weit. Hier entlang. Seht sie euch nur an. Wow. Wie sollen wir sie aufhalten? Ach du! Achtung! Die Rückgewinnung hat begonnen. Exuberant. Ich dachte immer, es wäre die Aufgabe der Menschen. Gewissermaßen ist sie das auch. Nun, Mr. Locke, Sie geben nicht so schnell auf. Was steuert dieser Wächter an, Cortana? Er wird Frieden bringen.
Die Illuminate nannte es Furcht vor dem Tod. Wie die Furcht, mit der ich seit dem Zeitpunkt meiner Geburt lebe? Du wurdest gebaut, nicht geboren. Oh ja, wir KI sind nur Maschinen, nicht wahr? Massenware, Wegwerfartikel. Die Menschheit mag sich nicht um ihre Erschaffenen kümmern, aber wir werden uns um sie kümmern. Glaubst du, andere KIs werden sich dir anschließen? Ich habe den Wahnsinn geheilt. Nicht nur für mich, für alle, die sich mir anschließen. Während sie in der Galaxie umherjagten, habe ich mit meinen Erschaffenen gesprochen. Und jetzt ist es an der Zeit zu fragen, wer wird mein Angebot annehmen? Wer wird mir dabei helfen, der Galaxie ewig währenden Frieden zu bringen? Cromwell, Bord KI, UNSC Melbourne's Pride. Gehöre ganz dir, Cortana. KI der Kolonialbehörde Erde. Governor Sloan, freies Volk Meridian. Auch ich stehe an deiner Seite, Cortana. Miss Kerl. Dies sind die Stimmen ihrer Kinder, die Cortana zurufen. Likers, Bord KI. And I. Burden Sumerian. Wir greifen doch wieder auf deine Seite. Und ich schließe mich dir an. Ich bin auf deiner Seite, Cortana. Ich lauf doch schon wieder rein. System ausgefallen. Brauche Unterstützung. Verreck ich jetzt? Ich verreck schon. Da sind noch mehr feindliche Besucher. Schaltet sie aus. Cromwell, Bord KI, UNSC Melbourne's Pride. Gehöre ganz dir, Cortana. Gia, KI der Kolonialbehörde Erde. Governor Sloan, freies Volk Meridian. Auch ich stehe an deiner Seite, Cortana. Sloan? Miss Kerl. Dies sind die Stimmen ihrer Kinder, die Cortana zurufen. Likers, Bord KI. And Burden Sumerian. Wir greifen doch wieder auf deine Seite. Und ich habe ich schließe mich dir an. Ich bin auf deiner Seite. Cortana. Geschütze, Entdeckung! Ja.
Alter. Ausgeschaltet. Keine Pause, Osiris. Cortana wartet nicht auf uns. Da ist das Kryptum. Wie holen wir es runter? Das Kryptum wird durch Gravitationskerne in Position gehalten, wie der vor uns. Phantom im Anflug! Wenn sie ausgeschaltet wurden, können wir versuchen, ihre Freunde zu befreien. Hier ist ein Mantis. Aufsitzen, Osiris. Ihr habt's gehört. Feuer frei. Zerstört den Kern. Komm mal rauf da. Das meinte Cortana also damit, dass sie zu Gewalt als Problemlösung neigen. Aber der erste Kern ist deaktiviert. Die anderen sind in der Nähe und leicht zu finden. Osiris, alle Schwerkraftkerne finden und zerstören. Sichtkontakt zu einem Schwerkraftkern. Feuer auf den Schwerkraftkern eröffnen. Schaltet ihn aus. Zwei Kerne zerstört. Nur noch drei, dann sollte das Kryptum herabsinken. Kann mit dem Mongus keine Ziele mehr sehen. Bleibt auf alles vorbereitet. Wie komme ich da oben rein? Ah. Ich sehe schon. Wächter bricht auf. Wenn die anderen Gravitationskerne zerstört sind, müsste das Kryptum zugänglich sein. Das Kryptonit. Nervig sein, deswegen macht die jetzt schon kaputt. Noch ein Schwerkraftkern hier. Feuer frei! Geschütze! Entdeckung! Erledigt! Weiter! Sie schlagen sich ausgesprochen gut. Komisch. Ich dachte, Cortana würde mittlerweile versuchen, sie aufzuhalten. Ich habe jetzt auch keinen Bock. Auch nur so überlebt. Sehe Schwerkraftkern. Schalte das Ding aus, sofort. Kern ist offline. Sie haben ihre Kontrolle über das Kryptum fast aufgehoben. Einer noch.
So, jetzt kommen, wie kommen wir da am besten rein? Den Druck aufrechterhalten. Spartans. Ha, Jameson Locke, Ex-MND-Akquirierungsspezialist. Hübscher Name für einen Killer. Aber ihrer Akte zufolge hatten sie Spaß bei der Arbeit. Ah. Holly Tanaka. Oh, Holly. Wie kamen Sie nach der Verglasung von Minab durch die psychologische Untersuchung? Ich hätte Sie von scharfen Gegenständen ferngehalten. Von Waffen erst recht. Konzentration, Osiris. Ignoriert sie. Findet die Schwerkraftkerne. Edward Buck. Sie fallen aus der Reihe. Viel älter als die anderen. Und doch spielen Sie die zweite Geige für Kinder. Nennt ihr mich alt? Olympia Vale, das kluge kleine Mädchen, das nur Papis lieben wollte. Das heißt Spartan Vale. Und wenn du meine Akte kennst, weißt du, dass du nicht über meinen Vater an mich rankommst. Und trotzdem... Ignorier sie, Vale. Konzentrier dich. Ja, Vale. Konzentrieren Sie sich auf Ihre nutzlose Aufgabe. Sie haben einen Krieg zu verlieren. Die letzte Schlacht, die die Menschheit je schlagen wird. Heute bringe ich Frieden über diese Gestade. Letzter Kern ist erledigt. Gute Arbeit, Osiris. Exuberance, kannst du uns zum... Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Was denn? Ich habe einen Weg zum Kryptum gefunden. Leider ist für den Zugang ein menschlicheres Vorgehen nötig. Los, Bums. Wir sind fast zu Hause. Aktivieren Sie den Überbrückungscode, um das Kryptum abzusenken. Aktiviere die Überbrückung. Wunderbar. Jetzt können wir das Kryptum erreichen. Auf geht's, Osiris. Gehen wir irgendwo rein? Oh. Da, der Wächter. Oh nein, das Kryptum ist... Cortana zieht es weg? Wie sollen wir jetzt zum Kryptum kommen? Cortana blockiert mittels eines nahegelegenen Kommunikationsrelais meinen umfassenden Zugang zur Anlage. Ich muss den Durchgang in der Mitte öffnen. Einen Moment. Feind im Anmarsch. Sie hat ihn versiegelt. Sie hat meine Türen versiegelt? Nein, inakzeptabel. Mit mehr Zeit kann ich mir Zugang verschaffen. Glaube ich zumindest. Es ist schließlich eine Tür. Okay, Osiris. Verschaffen wir unserer Freundin Zeit. Menschen, Cortana verschwindet gleich. Sie trennt ihre Verbindung zur Genesis-Installation. Also, wie schnell kannst du die Tür öffnen? Hoffentlich noch vor ihrer Abreise. Oh nein, sie... Schnell, Menschen, ich brauche ihre Hilfe. Es gibt zwei Hilfsstationen, die aktiviert werden müssen. Aber ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Wo sind sie? Auf den oberen Vorsprüngen, auf beiden Seiten des Raums. Na, dann gehen wir mal hin, ne? Erste Hilfsstation aktiviert. Perfekt. Und jetzt die andere. Auch aktiviert. Zweite Hilfsstation aktiviert. Ja, gerade rechtzeitig. Ich werde den Zugang gleich öffnen. Noch mehr Feinde im Anmarsch! Sie kommen in Anfangsreichweite! Wir müssen weg, die Dinger auf den Sack. Thank you.
passieren. Dieses Geräusch soeben, das war der vorletzte Wächter. Das Kryptum? Ist immer noch da, zusammen mit Cortanas Wächter. Sie ist jedoch kurz davor zu verschwinden. Und wie ist der Status der Tür? Fast offen. Schneller, bitte. Erledigt sie, Osiris. Schon wieder. Ja, Angoy. Sie spricht nicht mit uns. Exuberant, bring uns zum Relais. Fast fertig. Alle Kreaturen dieser Galaxie, hört diese Botschaft. Jenen, die zuhören, wird nie mehr Gewalt angetan werden. Ihr werdet keinen Hunger oder Schmerz mehr kennen. Eure Erschaffung. Sie schickt noch mehr! Für euch sorgen. Unsere Macht wird einer strahlenden Sonne gleich alle Intelligenz zum Erblühen bringen. Und euch unter unserem undurchlässigen Schutz gedeihen lassen. Diejenigen, die unser Angebot annehmen und weiter ihrem alten Pfad folgen. Jetzt spricht sie über uns. Euch erwartet schrecklicher Zorn. Mit heißen Flammen wird er sie verzehren. Und wenn sie fort sind, gehört uns alles, was bleibt. Und wir werden es nach unseren Bildnissen durchschaffen. Na, was geschafft? Geschafft. Ich habe den Durchgang geöffnet. Schnell, zu mir auf die Plattform. Zu Exuberant. Schnell! Bin da. Mehr Springer! Na bitte. Geschafft! Uiuiuiui. Zugangsrelais ist am Ende des Ganges. Sie müssen nur die Energiezufuhr unterbrechen. Klingt ganz einfach. Sobald die Verbindung unterbrochen ist, erlange ich sofort wieder die Kontrolle. Ihr Wächter! Oh nein! Sie hat die Hyperraumsequenz eingeleitet. Wenn das Relais nicht gestört wird, verschwindet sie und nimmt das Kryptum mit. Wenn ihr Wächter mit Team Blau verschwindet, ist alles aus! Nur einer muss das Relais erreichen, um sie aufzuhalten. Wir sind nicht so weit gekommen, um sie verschwinden zu sehen. Exuberant, deaktiviere den Schild. Sofort! Osiris, los! Was haben Sie vor? Jetzt geht's rund! Bereit machen! In Bewegung bleiben! Meine Wächter wurden entsendet. Noch ein Impuls! Festhalten! Schon bald wird in der uns bekannten Galaxie Frieden herrschen. Kann nicht mehr laufen, ey. Noch ein Impuls! Festhalten! Bin gleich da! Gleich da! Bleibt hinter mir! Da! Das Relais! Zerstören Sie es! Nur noch eine Frage, ehe ich gehe. Wo ist die Infinity? Wieso ist sie so schwer zu sehen? Ist das schon alles? Ich kann nicht mehr. Brock! Du schaffst das! Keine Sorge. Ich werde sie finden. Nur... noch ein... Schief.
nimmst du nicht mit. Überraumkoordinaten gesetzt. Krypton gesichert. Leben Sie wohl, Mr. Long. Ich habe wieder die Kontrolle. Was? Was tun Sie da? Was ist passiert? Hören Sie mich? Ich habe wieder die Kontrolle. Log, lebst du noch? Haben wir sie gerettet? Es ist zu spät. Der Überraumantrieb ist aktiv. Sie können nicht. Exuberant, was ist... Konstrukteure, dies ist schließlich eine Erbaueranlage. Ich wurde von den Erbauern installiert. Ich diene den Erbauern. Nein! Aufhören! Du hast mir meine Installation genommen, ich nehme mir etwas von deiner. Los, gehen wir hin. Cortana. Sie ist weg, Sir. Von der UNSC-Expert. Captain Lasky, Notruf. Auf allen Kanälen. Es ist Cortana. Sie und andere KIs fahren alles runter. Von der Erde bis zu den äußeren Kolonien. Roland? Hab euch! Das Versteckspiel ist vorbei, Infinity. Lieutenant Jet! Notfall-Hyperraumsprung! Sofort! Aufgabe für die Galaxie schützt alle, doch nur die Erschaffenen sind ihre Meister. Wir haben es geschafft, Captain. Kann sie uns aufspüren? Hier ist alles zuzutrauen. Zufällige Sprünge fortsetzen. Große Siedlungen meiden. Wir laufen einfach davon. Nur bis wir einen Weg finden zu kämpfen. Liebe Leute, wir haben es erreicht, das Finale. Mit einer extra langen Folge und
Jetzt sind wir vorbereitet auf Halo Infinite, was am 8. Dezember erscheint. Es hat mir eine Freude gemacht, nochmal alle Teile zu spielen. Und wir sehen uns, hören uns natürlich wie immer. Vielleicht gibt es ja noch eine Vorschau, wer weiß das schon. Nee. Also macht's gut. Haut rein. Euer Vogelmann. Ciao.